Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Freitag. Es ist der 21. Juni 2024 und wie ihr vielleicht schon an meiner Stimme hören könnt, habe ich entweder die Nacht durchgemacht und mich weggesoffen oder ich habe mich irgendwie erkältet. Bis gestern dachte ich auch, es wäre nur eine Erkältung. Der Arni meinte so, hoffentlich kein Corona. Und ich so, ach wo. Und heute früh stecke ich das Stäbchen in die Nase und gucke, zwei Striche. Geil. Wo habe ich das her? Der Sühne meinte schon, als Stubenhocker sich Corona zu fangen, wie geht das überhaupt? Du bist doch nur zu Hause. Ich bin überwiegend zu Hause. Ab und zu gehe ich auch mal raus. Ab und zu bin ich mal im Supermarkt oder weiß ich nicht. Bin ja letzte Woche auch öffentlichen Nahverkehr gefahren. War auf einer Sommerfestveranstaltung. Ich denke mal, auch vom Zeitraum der Inkubation würde es reichen. 5 bis 6 Tage, sagt man ja. Und am Mittwochmittag ging es dann so langsam los. Da habe ich gemerkt, oh, ich bin so platt, wie so Steine, die einen nach unten ziehen. Also so richtiger Faultiermodus. Und ich merke auch heute, ich komme nicht so in die Gänge. Und gestern, nicht Mittwoch, Donnerstag. Mittwoch habe ich es schon gemerkt, da habe ich ja trotzdem noch gestreamt. Und am Donnerstag war es dann Ende Gelände. Ich habe gestern von 13 bis 17 geschlafen und von 20 bis 24 und dann nochmal von 1 bis 6 oder so. Also richtig viel Schlaf. Ich habe geschwitzt wie blöde und Schüttelfrost und alles mit dabei. Wunderbar. Wunderbar. Naja, was willst du machen? Ja, jetzt habe ich eine Mail an die Hausarztpraxis geschickt und hoffe, ich muss da nicht hin, dass die mich so krank schreiben. Aber schauen wir mal. Zur Not rufe ich nachher nochmal an. Ja, Kollegen sind informiert. Dann gucken wir mal. Heute kein Stream, habe ich schon im Discord geschrieben. Ich werde mich an Dr. Cookies Hinweis halten und zumindest heute mal den Stream sein lassen. Vielleicht auch am Wochenende, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Und ja, ich hoffe, dass der Johnny die Gunst der Stunde nutzt, mir dann mal seine neue Hardware in Aktion zu zeigen. Er hat gesagt, vielleicht, wenn du ganz lieb bist und wenn ich krank bin, bin ich ja lieb, zeigt er mir über Discord mal, wie das aussieht. Und da würde ich mich sehr freuen. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ja, Filmabend werden wir trotzdem machen. Ich liege dann halt hier so ein bisschen krasser als sonst in dem Stuhl. Und ansonsten werde ich mich viel ausruhen. Viel trinken, Wasser und Tee. Auf dem Balkon rumliegen, wobei heute nicht, heute wären es 30 Grad, kein Bock. Und dann schauen wir mal, wie sich das die nächsten Tage so entwickelt. Husten geht, Halsschmerzen sind da. Das ist manchmal so ein Schmerz, der sich einmal komplett durch den Hals zieht. Das finde ich echt eklig. Wie so, also du merkst, wie so ein Faden. Das ist voll I. Voll I. Naja, gucken wir mal. Ja, ich hoffe, euch geht's gut soweit und ihr habt einen schönen Freitag und kommt gut durch den Tag. Und wir hören uns dann morgen beim nächsten täglichen Vlog. Und ja, bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und solange ich nur lachen kann, ist es halb so schlimm. Aber ich kann halt nicht lange stehen. Ne? Und ich war gestern mal eine Viertelstunde draußen. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ich habe mich wie Eddie Medler gefühlt. Ich konnte nicht mehr. Ich war total erschöpft. Und das merke ich auch hier in der Wohnung. Also ich glaube, Sportprogramm kann ich jetzt erstmal abhaken. Ich habe gestern noch Trampolin gemacht. Irgendwann um 5:30, um 6. Aber das lasse ich. Das lasse ich heute und die nächsten Tage. Bringt ja nichts. Auch wenn eine neue Matte drauf gespannt ist. So, also dann. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.